So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es was ganz Besonderes, und zwar einen Vlog über meine Herbstferien. Wir waren nämlich eine Woche in Mittenwald, das ist in Bayern, und dazu werde ich euch heute einen kurzen Einblick geben, einen Vlog praktisch. Ich nehme das Mikro im Nachhinein auf, das heißt, ihr hört meine Stimme immer eingeblendet zu den Bildern und Filmen, die ich währenddessen habe. Und auch wenn es heute mal nicht direkt um Zauberei geht, sondern eben um einen Vlog und eben um Sehenswürdigkeiten, also mal was anderes wollte ich mal ausprobieren, wünsche ich euch natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Nun, wie gesagt, Mittenwald liegt in Bayern, und zwar in Oberbayern, und ist ein Markt mit etwa 7000 Einwohnern, also nicht wirklich groß, liegt auch an den Alpen, und deshalb kann man da eben verschiedene Sachen machen. Zum einen gibt es natürlich die Berge, dann auch die Innenstadt, die werden wir uns nachher ein bisschen genauer anschauen, und auch eine Klamm haben wir mal besucht, da werde ich euch auch was drüber erzählen. Mittenwald ist schon relativ alt, es wurde erstmals urkundlich erwähnt im 11. Jahrhundert und profitiert heute eben vor allem vom Tourismus. Es gibt fast so viele Touristen praktisch wie Einwohner, und das ist praktisch der Hauptwirtschaftszweig, und wenn man sich die Bilder anguckt, die ich jetzt im Hintergrund einblende, von der Landschaft, dann ist es für mich relativ logisch, weil es natürlich sehr, sehr idyllisch ist, nicht jetzt eine Großstadt und sehr naturverbunden, gleichzeitig aber eben auch spannend wegen anderer Punkte, da kommen wir jetzt gleich noch zu. In Mittenwald fließt außerdem die Isar vorbei, die blende ich euch jetzt mal im Hintergrund ein. Außerdem ganz wichtig noch, Mittenwald ist einer der bedeutendsten Orte für den Streichinstrumentenbau, und da gibt es ganz, ganz viele Geigenbauer, da habe ich einige Schilder gefunden, die blende ich euch jetzt auch mal ein. Ich habe auch ein Haus gefunden mit einer Tafel, da stand vorne drauf, dass Goethe selbst hier mal eine Nacht übernachtet hat. Hier seht ihr auch noch eine Schanze, denn auch hier der Wintersport natürlich am Alpenrand, ganz wichtig, hier ist nicht direkt in Mittenwald, aber wir sind mal da vorbeigekommen, und die ist auch meiner Meinung nach sehr erwähnenswert. Eine kleine Sache noch, natürlich, wenn man unterwegs ist, sollte man aktuell eine Maske tragen. Ihr seht im Hintergrund meine Pingo-Maske eingeblendet. Die stammt aus meiner Merch-Kollektion. Das Infovideo dazu findet ihr jetzt in der Infokarte. Sehr gerne könnt ihr es kaufen. Erster Link in der Videobeschreibung. Ja, wie schon gesagt, die Innenstadt sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Zum Beispiel eben diese Gräben im Boden, die da vorbeilaufen. Dann eben auf beiden Seiten, also jetzt praktisch die Hauptgasse, die wir jetzt besuchen, gibt es eben an den Häusern ganz viele Wandmalereien. Da habe ich ganz, ganz viele gefunden und fotografiert natürlich für euch. Was man da ungewöhnlich oft kaufen kann, ist mir aufgefallen, sind ganz viele Edelsteine und Schmuckstücke. Also da gibt es wirklich viel Kunst generell, da kann man auch natürlich vom Tourismus her vieles kaufen. Und das fand ich persönlich echt schön, wenn man eben durch diese Straße läuft und auf beiden Seiten dann eben Häuser hat mit schön verzierten Fassaden. Außerdem haben wir eine Kirche in Mittenwald, davor steht nochmal ein dem Geigenbau gewidmetes Denkmal. Dem haben sie lustigerweise irgendwie auch eine Maske aufgesetzt, das fand ich ganz witzig. Und das ist die Innenstadt, die sollte man sich auf jeden Fall, wenn man nach Mittenwald kommt, definitiv auch angucken, weil das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, das ist dann eher zum Scherz gewesen, als wir wieder zurückgelaufen sind. Da sind wir durch einen Weg gelaufen, der heißt Pechhüttenweg, das stand zumindest auf dem Straßenschild. Ja, da sollte man wahrscheinlich eher keine Glücksspiele probieren, habe ich mir gedacht, und für euch natürlich zum Scherz gerne fotografiert. Jetzt haben wir gerade eben von Tourismus gesprochen, jetzt stellt sich die Frage, kann man da auch gut essen und trinken? Natürlich, auf jeden Fall. Also ich denke mal, da gibt es genug Möglichkeiten, satt zu werden. Ganz besonders hinweisen möchte ich auf die Gröbelalm, also das ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach meine eigene Meinung. Und da haben wir eben ganz oft gegessen, war wirklich lecker. Eine ganz tolle Spezialität, auch generell in der Region, sind Windbeutel, und der war wirklich riesig, den wir da gegessen haben. Kann ich nur sehr empfehlen, also wenn ihr in der Gegend seid, kommt auf jeden Fall auch zur Gröbelalm. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefallen da. Wie vorhin schon angesprochen, das Wetter war leider relativ schlecht, deshalb mache ich das jetzt so in Blöcken und nicht eben Tag für Tag, waren wir an einem Tag in einer Klamm, und zwar in der Partnachklamm, das ist auch ein bisschen außerhalb von Mittenwald, und zwar da, wo die Skispringschanze steht. Eine Klamm, für die, die das nicht wissen, das ist zwischen den Bergen eben ein Fluss oder ein Bach, also es war schon eher wirklich so ein Zwischending, also manchmal Bach, manchmal Fluss, kann man sagen, und das fließt dann eben zwischen den Bergen durch, hat sich da also praktisch in den Bergen den Weg gebahnt, der Fluss. Und das nennt man eben Klamm, wenn es dann eben auch sehr steil hoch geht, links und rechts. Es gibt in dieser Region nicht nur diese eine Klamm, sondern eben ganz viele. Wir waren jetzt in der Partnachklamm, und da kann man auf jeden Fall sehr was erleben. Zum einen wird man nass, weil eben von allen Seiten Wasser kommt, natürlich aus dem Bach, aber eben auch von oben, wenn es dann eben runtertropft. Ich blende euch jetzt auf jeden Fall Bilder ein, die ich so während dem Laufen aufnehmen konnte. Es war relativ dunkel, weil es wirklich so Tunnel neben, also durch den Berg waren, nicht direkt am Fluss, nur manchmal, sondern eben auch teilweise durch den Berg, wie so Tunnel, kann man sich das vorstellen,
und da war es sehr, sehr dunkel. Bin ich froh, dass ich da mit meinem Handy ein bisschen Licht machen konnte, weil es war wirklich dunkel. Viel gesehen hat man in diesem Tunnel leider nicht, aber es war zum Glück nicht nur Tunnel und da habe ich eben auch ein paar Bilder machen können. Das sieht natürlich dann phänomenal aus, wenn man eben das Wasser da so sieht. Nach der Klamm sind wir wieder zum Anfang zurückgewandert. Da ein paar schöne Aufnahmen, die lasse ich für sich sprechen. Auf jeden Fall sehr schön, was man da alles sehen kann. Die Natur wirklich, wirklich imposant und sehr idyllisch. Und ein Besuch in so einer Klamm, wie gesagt, davon gibt es viele verschiedene. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, denn das ist auch wirklich nur mal was, was man erleben kann. War schon wirklich ein Abenteuer. Also kann ich nur empfehlen, auch eben mal eine solche Klamm zu besuchen. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich in der Zeit aufgenommen habe. Wie schon angesprochen, es war teilweise echt schlechtes Wetter, deshalb konnte ich jetzt nicht so viel aufnehmen. Aber ich hoffe mal, dass ich mit dem, was ihr jetzt gesehen habt, einen kleinen Überblick über Mittenwald und die Umgebung geben konnte. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall mal, einen Urlaub oder eine Reise dahin zu machen. Gerne könnt ihr mir dann, oder auch wenn ihr schon mal da wart, berichten. Natürlich hier in den Kommentaren, wenn ihr das möchtet. Dann können wir uns ein bisschen austauschen, wie ihr das möchtet. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Mittenwald präsentieren konnte. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen dieses Videos. Falls dieser Vlog euch gefallen hat, lasst auch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ich natürlich da immer ein bisschen Zeit geopfert habe, um die Videos und die Bilder zu erstellen. Jetzt im Nachhinein auch noch den Ton aufzunehmen und das zusammenzuschneiden, hochzuladen, einzustellen. Das ist immer sehr, sehr viel Arbeit und da unterstützt ihr mich einfach riesig, indem ihr eben das Video positiv bewertet, sehr gerne auch einen Kommentar schreibt und auf jeden Fall abonniert für mehr solcher Videos. Da werden in Zukunft noch ganz tolle Projekte kommen. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall eben zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Dann kriegt ihr eben die Benachrichtigung zu allen meinen neuen Videos. Ja, hier unten und hier neben verlinke ich euch die letzten beiden Videos. Hier oben könnt ihr mich direkt abonnieren. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt es dann eine wunderschöne Zeit und ciao.